Jo Leute, hier ist Let's Play Clash of Clans. Wir starten eine Serie, die sich nennt Von 0 auf 100, in der ich von Bronze 3 in Gold 3 gehen werde. Erstmal bin ich in einem kleinen Sternchen, einem Impossible Sternchen. Da werden wir euch annehmen, oder beziehungsweise halt je nachdem wer on ist, wird euch annehmen. Und ich muss hier jetzt erstmal nochmal, wahrscheinlich mit Truppen mache ich gleich. Der Clan sieht so aus. Da einmal ab Level 65 könnt ihr kommen oder wenn ihr Kristall 3 seid. Unser Bester im Clan ist, also von der Liga her ist er. Den zeige ich euch mal kurz, Nikoshi. Ninoshki. Kratos Level 10 Base. Und ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. So eine Base. Ja, ist schon ganz gut eigentlich. Und da habe ich Bogenschützen erhalten. Dann schreibe ich erstmal Denge. So, und der 2, also der Beste vom Level in unserem Clan, ist der Anführer Lootmaster. Schöne Rathaus Level 10 Base. Greift eigentlich immer mit Ballonien-Taktik an, weil es Level 6. Elixierlager, ziemlich viel gefüllt. Und ja, auch eine schöne Base. Alle Mauern Level 7. Magiertürme auch noch, alle leider Level 6, aber das kommt bestimmt noch. Und Inferno-Türme beide 1, genauso wie die Ex-Bögen bis auf 1, der ist schon 2. Gut, der ist da. Dann werden wir jetzt auch mal starten mit dem ersten Angriff. Erstmal nochmal die Sammler leeren. So, in Bronze 3 wird das jetzt noch sehr leicht werden. Da gucke ich dann auch danach, wo ich ein bisschen mehr Trophäen bekomme als nur 10 oder 18 vielleicht. Also 25 müssten es schon sein. Da 26. Gut. Ich greife jetzt auch erst nur mit Bogen an. Da, ja, in den geringeren Ligen, da bringt das nichts, wenn ich so mit den Drachen oder sowas dann angreife. Und einen Stern habe ich jetzt auch schon. Das ist doch schon ganz gut. Ich greife hier den lieben Vicky an, der noch keinen Clan hat. Sieht man daran, dass die Clanbock noch nicht da ist. Fehlt nur noch das Rathaus und eine Bauhütte in der Ecke. Dann warten wir jetzt noch kurz, bis sie die Bauhütte, weil ich habe viel zu viele Truppen gesetzt. Egal. Da sind die ersten 26 Trophäen. Da haben wir nochmal Level 5 Bogenschützen erhalten. Das ist doch wieder perfekt. Produzieren wir hier nochmal ein paar Truppen nach. So, da noch ein paar, da, jetzt haben wir 140, das sollte noch mal reichen, greifen wir wieder an, 25 Trophäen, das kann man mal mitnehmen, einmal wieder rundherum ums Dorf. Da habe ich jetzt 34, müssen es ungefähr sein, die ich dann gesetzt habe. Weil eben habe ich schon viel zu viele gesetzt und ich will jetzt ja nicht wieder viel zu viele setzen. Aber waren es wieder. Egal, das ist nicht so schlimm. Werden wir mal gucken. Ja, da bleiben auch wieder sehr viele über. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Und, boah, aber wie viel haben wir jetzt noch? 114. Da zeige ich euch am besten noch mal ein Dorf kurz, von Kane. Der hat eine Rathaus Level 8 Farmbase, sieht eigentlich ganz gut aus, geht im Moment auf Elixier, das sieht man daran, dass die lange in der Mitte stehen.
schönes Dreieck mit der Luftabwehr. Ja, Minenwerfer sind auch ganz gut. Die Magiertürme, ja, die schützen auch eigentlich ganz gut. Und ja, das ist eigentlich eine Base, die ist ganz okay. Gibt es sonst dazu noch was zu sagen? Ja, Tesla Level 3 ein und der andere ist Level 1. Oh, Entschuldigung, gab 3. 2 Level 3, 1 Level 1er. Level 68. Greift an mit Magier Level 5. Mauerbrecher Level 4. Bogen 5. Riesen 4. Und das war Kane aus unserem Clan. Dann werde ich jetzt den nächsten Angriff machen. Ich werde immer in so eine Folge 4 bis so 5 Angriffe machen. Hier haben wir noch einen. So, kein Minenwerfer, gar nichts. Werden wir einfach mal hier 20 setzen und gucken, was passiert. So stark dürfte der nicht sein. Zur Not setzen wir noch ein paar nach. Aber 34 Pokale sind ganz gut. Ja, sieht man, eine Kanone braucht 1, 2, 3, 4 Schüsse, um einen Bogenschützen kaputt zu machen. Also, und da ist jetzt die Kanone auch gleich kaputt. Das könnte reichen. Hoffen wir mal, dass das reicht. Der Bogenschützenturm Level 1, der sollte jetzt auch nicht so doll reinhauen. Ja, der in den Ecken hat er auch nichts mehr. Das sollte machbar sein. Also werden wir mal gucken, wie weit wir nach dem Angriff gekommen sind. Mit 34 Pokalen, das ist ja schon ganz viel. Das bekommt man später nur noch sehr schwer, 34 Pokale. Aber, ja. So. Dann ist jetzt auch gleich der Bogenschützenturm kaputt. Perfekt. Da fehlt uns jetzt nicht mehr so viel. Da sollten die 100% eigentlich machbar sein. Hier der neue Juwelenkiste, ob man die nicht abbaut, weiß ich nicht. Aber okay. Da sind die 100%. Und ah, das passt ja zum Ende der Folge hin. Haben wir hier noch, sind wir eine Liga höher. Und weil es so schön war, überlassen wir ihn erstmal ein paar Bogenschützen. Und zum Schluss zeige ich nochmal den Angriff von unserem lieben Kev, der hier einen schönen Inaktiven gefunden hat. 200 von Bayer, 270 von Elixier, 200 von Gold. Stellen wir mal auf Geschwindigkeit mal 2. Mit seiner Bartsch-Taktik, also Barbaren und Bogenschützen, leert er da jetzt eigentlich alles. Ziemlich gut. Macht ordentlich Gewinn. Und ja, hat er jetzt auch gleich schon alles. Das dunkle Elixier will er natürlich auch noch haben. Aber da ist halt noch was im Lager. Ja, er ist Gold 2. Also der Angreifer und der andere ist natürlich inaktiv. Und man greift mit 100 von beiden an. Und das war's dann auch jetzt von der Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like ab. Wenn nicht, dann ein Dislike. Bis zur nächsten Folge. Ciao.